Liebe Studierende, dieses Semester ist ein Semester anders als alle, die wir je vorher erlebt haben. Es tut mir sehr leid, dass diese Krise nun gerade in Ihre Studienzeit fällt, aber wir können uns die Katastrophen eben nicht aussuchen. Die Natur nimmt keine Rücksicht auf uns. Wir haben früher als manche andere Hochschulen nicht nur den Übebetrieb wieder aufgenommen, sondern, wenn auch noch in sehr eingeschränktem Maße, den Lehrbetrieb. Das geht nur, wenn wir die sehr strengen Sicherheitsauflagen an der Hochschule beachten. Abstand halten, 2 Meter im Allgemeinen und 5 Meter im Unterricht bei Sängerinnen und Bläsern. Die Bläser sollten dabei immer von den Personen wegblasen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, das Waschen der Hände, das Desinfizieren der Instrumente und vor allem das unbedingte Einhalten der Regeln der Eingrenzung. Denn das ist das Herzstück unseres Sicherheitskonzepts. Wenn Sie sich, liebe Studierende, nur in den vorgegebenen Räumen aufhalten und nur auf den vorgegebenen Wegen bewegen, sich nicht rechts und links noch umschauen, wie vielleicht sonst, nicht auf ein kurzes Gespräch im Foyer verweilen, nur dann können wir immer nachverfolgen, wer, wann, mit wem und wo gewesen ist. Und um dieses Prinzip der Nachverfolgbarkeit geht es bei unseren Sicherheitsvorkehrungen vor allem. Es ist ein großes Glück, dass wir an unserem Hause ein Institut für Musikermedizin haben, das zu unserer Hochschule gehört, aber eben auch zur Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg. Prorektorin Claudia Spahn möchte ich an dieser Stelle herzlich für ihr großes Engagement danken und dafür, dass sie uns immer sicherheitstechnisch up-to-date hält. Es ist eine schwere Zeit für Sie, liebe Studierende, ich weiß es. Der Online-Unterricht soll das Allheilmittel der Stunde sein, aber nicht alle haben zu Hause ein gutes Netz. Unsere Lehrplattform verabschiedet sich mitunter aus unerfindlichen Gründen. Die Angebote in der digitalen Lehre sind vielleicht nicht jetzt schon so benutzerfreundlich, wie man es sich wünschen würde und eigentlich auch erwarten sollte. Alles ist irgendwie wahnsinnig anstrengend, aufwendig und entnervend. Viele unserer Studierenden befinden sich wie gestrandet im Ausland, wissen oft nicht, wie und wann sie wieder nach Freiburg kommen können. Sie sind gezwungen, an unseren Online-Lehrveranstaltungen teilzunehmen, wenn bei Ihnen noch alle schlafen. Das weiß ich, das wissen alle Mitglieder der Hochschulleitung, das wissen alle Dozierende und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des technischen Dienstes und unsere nimmermüden ITler wissen es auch. Und wir bemühen uns alle nach Kräften, Ihnen das Leben leichter zu machen. Wir arbeiten beständig daran, die Glarian-Plattform zu verbessern, das Angebot an Kommunikationstools auszuweiten, die Server zu vergrößern, Glasfaserleitungen zu legen und auch das WLAN, ja auch das LAN besser zu machen. Wir versuchen über Ihre Hauptfachdozierende mit unseren Studierenden, die in der ganzen Welt verstreut sind, in Kontakt zu bleiben und für sie die beste Lösung zu finden, um sie auf die 14-tägige Quarantäne in Freiburg vorzubereiten, um Perspektiven für einen produktiven und realistischen Studienverlauf in diesem Sommersemester zu schaffen. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Manche Dozierende werden in diesem Semester weit über das Semesterende hinaus unterrichten. Viele Dozierende engagieren sich weit über das normale Maß hinaus. Sie, liebe Studierende, sind uns wichtig. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie uns in unseren Bemühungen so aktiv und diszipliniert unterstützen. Wir versuchen zu geben, was wir Ihnen und der Sache, nämlich die schönste aller Künste, die Musik zu vermitteln, schuldig sind. Die Krise ist von außen über uns alle gemeinsam gekommen, ohne Ansehen der Person. Keiner von uns war vorbereitet. Lassen Sie uns auch weiterhin gemeinsam dieses Semester angehen. Konstruktiv, verständnisvoll, mit Duldsamkeit und Nachsicht. Dann wird auch dieses Semester kein verlorenes sein, sondern vielleicht sogar ein großes Experiment, aus dem wir mit neuen Erkenntnissen, neuen Gedanken und neuer Leidenschaft für die Sache herauskommen werden. Ich wünsche Ihnen ein gutes Semester. Und bleiben Sie vernünftig. Und bleiben Sie gesund.